Ja, in diesem Video geht es um Folgendes. Wenn wir einen Regelkreis aus I-Regler und PT0-Strecke haben, dann tritt in diesem Regelkreis keine bleibende Regeldifferenz auf. Das heißt, wenn wir einen Störsprung Z einkoppeln, dann wird nach einiger Zeit die Regeldifferenz wieder zu 0. Das heißt, der Regler regelt die Regeldifferenz vollständig aus. Und zwar werden wir auch beweisen, auf welche Art er das macht, und zwar nach einer fallenden E-Funktion. Für den Beweis werden wir drei Tafeln benötigen. Auf der ersten Tafel, das ist die Tafel, die ihr im Hintergrund seht, werden wir die Differentialgleichung dieses Regelkreises aufstellen. Auf der zweiten Tafel werden wir diese Differentialgleichung dann lösen und die allgemeine Lösung erhalten. Auf der dritten Tafel werden wir dann aus der allgemeinen Lösung die spezielle Lösung machen, und zwar dadurch, dass wir den Anfangswert berücksichtigen. Ja, beginnen wir also mit der Modellierung dieses Blockschaltbildes hier. Wir wollen also eine Differentialgleichung für die Regeldifferenz xd aufstellen. Zunächst allerdings zwei Anmerkungen. Ich habe die Regeldifferenz hier mal xd genannt und nicht e, so wie sonst üblich. Denn in dieser Herleitung taucht gleich die Eulersche Zahl e auf. Und dann würde es zu Verwechslungen kommen. Man wüsste also nicht, ist jetzt die Eulersche Zahl e gemeint oder die Regeldifferenz e. Und deshalb habe ich die Regeldifferenz hier mal xd genannt. D für Differenz. Das zweite, was ich anmerken wollte, ich habe hier das Blockschaltbild des Regelkreises aufgezeichnet. Also ein Regelkreis mit I-Regler und einer PT0-Strecke. Ich habe diesen gleichen Regelkreis hier nochmal aufgezeichnet, wobei ich sagen muss, das ist eine Darstellung, die findet man mehr in alten Büchern, in neueren Büchern wird der meist so gezeichnet. Ist allerdings genau das gleiche, wenn man das vergleicht, ist kein Unterschied. Ich habe das nur der Bequemlichkeit halber aufgezeichnet, manche Leute sind diese Darstellung gewöhnt und manche diese hier. Gut, also unsere Aufgabe ist, wie ich gesagt habe, eine Differentialgleichung für xd aufstellen, für die gesuchte Regeldifferenz. Also schreibe ich hin, gesucht ist xd. Wobei ich jetzt eigentlich schreiben müsste, xd ist eine Funktion der Zeit. Ja, das mache ich allerdings nicht aus Bequemlichkeit. Da schreibe ich jetzt mal nur xd. Allerdings werden wir uns gleich daran erinnern müssen, dass xd eine Funktion der Zeit ist, das wird gleich ganz wichtig sein. Ja, aber da erinnere ich euch gleich dran. Gut, also gesucht ist die Regeldifferenz xd und die ergibt sich aus w minus x. Das brauche ich einfach nur ablesen. Xd ergibt sich aus w minus x. So, und jetzt seht ihr schon, wie das Ganze funktioniert. Ich beginne also hier bei der gesuchten Größe und gehe jetzt einmal rückwärts im Kreis. Ja? Der nächste Schritt wäre also, ich gehe jetzt hier weiter rückwärts und ersetze jetzt dieses x hier. Ja, was ist x? Da brauche ich also jetzt nur gucken. X ergibt sich, indem ich hier dieses Signal hier mit KPS multipliziere. Ja, und dieses Signal ist das Signal Z plus Y. Hier liegt also Z plus Y an. Z plus Y mal KPS ergibt hier mein X. Ja, und deshalb darf ich schreiben, die Regeldifferenz XD ist gleich der Führungsgröße W minus, und jetzt ersetze ich das X hier, dieses X hier, durch KPS mal Z plus Y. KPS, das ist der Übertragungsbeiwert der Strecke. Manchmal nenne ich den auch nur KS. Da darf man sich nicht verwirren lassen. Also KPS mal Z plus Y. Gut. Ja, und jetzt geht es auf die gleiche Art weiter. Ich gehe weiter rückwärts im Kreis. Und jetzt muss ich also dieses Y hier ersetzen. Dieses Z kann ich ja nicht mehr ersetzen. Das ist ja sozusagen eine Sackgasse, aber hier kann ich noch weiter rückwärts gehen. So, wie ersetze ich jetzt dieses Y, dieses hier?
Da muss ich jetzt so ein bisschen hier vorsichtig sein. Das funktioniert nämlich anders wie dieses Ersetzen hier von x. Ja? Wenn ich hier so ein, ich erkläre das jetzt mal, wenn ich hier so einen normalen Block habe, ich nenne ihn mal einen normalen Block, dann nehme ich das Eingangssignal, das ist hier z plus y, und multipliziere das mit dem Wert, der in dem Block steht. Ja? Also Eingang multipliziert hiermit ergibt den Ausgang. Wenn ich jetzt aber einen Integralblock habe, ja, dann darf ich dieses Eingangssignal nicht mit dem Integralblock multiplizieren, sondern das Eingangssignal wird hier in das Integral eingesetzt. Und zwar da, wo die drei Pünktchen stehen. Ja, das ist also der Unterschied. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil da kann man lange nach einem Fehler suchen. Hier beim normalen Block Eingangssignal hier mit multiplizieren. Und beim Integralblock das Eingangssignal einsetzen. Hier multiplizieren, hier einsetzen. Gut, dann machen wir das mal. Dann erhalten wir also hier xd ist gleich w minus kps mal z plus, und jetzt ersetze ich das y hier durch ki mal das Integral. Und jetzt das hier, dieses xd in die Pünktchen einsetzen. xd und dann steht da noch dt. Gut, das sieht schon mal prima aus. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ausmultiplizieren. Also dem Term hier, der vor der Klammer steht, hiermit multiplizieren und einmal hiermit multiplizieren. Ne? Also nur die Klammer ausmultiplizieren. Dann erhalten wir xd ist gleich w minus kps, der Übertragungsbeiwert der Strecke, mal z minus kps mal diesen Term hier, also mal ki mal das Integral von xd dt. So, jetzt haben wir unser Ziel noch nicht ganz erreicht, denn gesucht war ja eine Differentialgleichung für xd. Das ist allerdings hier keine Differentialgleichung, denn hier kommen ja keine Differentialquotienten vor, sondern das ist eine Integralgleichung, denn hier kommt ein Integral vor. Man kann aber diese Integralgleichung ganz leicht in eine Differentialgleichung umformen, indem man einfach beide Seiten der Gleichung nach t differenziert. Ja, was wird dann passieren? Dann fällt hier dieses unerwünschte Integral weg, denn ihr wisst ja alle, integrieren und differenzieren sind umgekehrte Rechenoperationen, so wie Plus und Minus, Mal und Geteilt. Ne? Also die heben sich beide gegenseitig auf. Dann ist hier kein Integral mehr in der Gleichung und dann habe ich keine Integralgleichung mehr, sondern eine Differentialgleichung. Ja, vorausgesetzt ist natürlich, dass hier nach der gleichen Variable t integriert wird, wie hier differenziert wird. Also wenn hier t steht, wenn hier nach t integriert wird und hier würde ich nach z oder k oder irgendwas anderem differenzieren, dann würden sich integrieren und differenzieren nicht aufheben, sondern ich muss hier nach dieser Variable, die hier hinten steht im Integral, nach dieser Variable muss ich hier differenzieren. Ja, nur dann heben sich die beiden auf. Das muss man dabei sagen. Gut, aber wir müssen jetzt, wie ich gerade erklärt habe, beide Seiten der Gleichung nach t differenzieren. Dann machen wir das mal. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Wir müssen also xd nach t differenzieren. So, und da hatte ich euch ja gesagt, dass xd eigentlich eine Funktion von t ist. Na, ich müsste eigentlich hier schreiben xd von t. Ja, warum erwähne ich das? Warum ist das überhaupt wichtig? Wenn das keine Funktion wäre, keine Funktion von t, sondern eine Konstante, dann würde die beim Ableiten einfach wegfallen. Ja, denn ihr wisst ja aus der Schule, Konstanten fallen beim Ableiten weg, also konstante Summanden. Weil das aber keine Konstante ist, sondern eine Funktion von t, fällt die nicht einfach weg. Ja, deshalb ist es wichtig zu wissen, dass das hier eine Funktion von t ist, keine Konstante. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie leite ich also diese Funktion nach t ab?
Das muss ich ja hier machen. Ja, da ich die Funktion nicht kenne, kann ich das nicht machen. Ich kann nur eins machen, ich kann die Ableitung formal da hinschreiben. Ja, und das mache ich eben folgendermaßen. Ich bilde hier die Ableitung d nach dt und die Funktion, die abgeleitet werden soll, die schreibe ich dann hier hin. Ne? Also die Funktion xd. So schreibt sich das formal. Gut, und damit sind wir dann schon auf der linken Seite fertig und wir kommen zur rechten Seite. Da müssen wir also 1, 2, 3 Summanden ableiten. Ja, der erste Summand fällt schon mal weg, denn ihr wisst ja, das habe ich gerade gesagt, eine Konstante fällt beim Ableiten weg. Ja, und die Führungsgröße W ist eine Konstante, da habe ich also irgendeinen Wert eingestellt, 20 Grad oder 1000 Umdrehungen, sowas, irgendwie so eine konstante Zahl. Und Konstanten fallen beim Ableiten weg, das wisst ihr aus der Differentialrechnung. Der nächste Term ist auch eine Konstante und fällt deshalb beim Ableiten auch weg. Ja, warum ist der zweite Summand auch eine Konstante? Ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass unsere Störung ein Störsprung sein soll. Also ich habe zum Zeitpunkt T0 eine Störung in Form eines Störsprungs und ein Störsprung hat ja ab T0 einen konstanten Wert. Das heißt, ich habe hier eine Konstante, KPS ist sowieso eine Konstante, eine konstante Bauteilgröße. Und wenn ich zwei Konstanten multipliziere, habe ich wieder eine Konstante. Und wie gesagt, Konstanten fallen beim Ableiten weg. Ich muss also nur diesen letzten Summanden hier ableiten. Ja, auch da müssen wir uns wieder an eine Regel aus der Differentialrechnung erinnern. Und zwar wissen wir, dass konstante Faktoren oder besser gesagt konstante Koeffizienten, das sind ja hier zwei Koeffizienten des Integrals, konstante Koeffizienten bleiben beim Ableiten erhalten. Das heißt, ich kann die hier schon mal hinschreiben, minus KPS mal KI. Die bleiben also beim Ableiten erhalten und ich muss nur dieses Integral ableiten. Und da habe ich euch ja gerade ausführlich erklärt, integrieren und differenzieren sind umgekehrte Rechenoperationen, die sich gegenseitig aufheben, sofern hier nach der gleichen Variable integriert und differenziert wird. Ja, und deshalb bleibt dann nur der Integrand xd übrig. Alles andere hebt sich gegeneinander auf. Ja, und damit haben wir unser erstes Teilziel erreicht. Wir haben hier eine Differentialgleichung aufgestellt für die gesuchte Größe xd. Nachdem wir jetzt die Differentialgleichung dieses Regelkreises aufgestellt haben, werden wir an der zweiten Tafel die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung berechnen. Ja, ich habe die Differentialgleichung, die wir auf der vorigen Tafel modelliert haben, hier nochmal hingeschrieben und ein Lösungsverfahren für eine Differentialgleichung dieses Typs ist das Lösungsverfahren Variablentrennung. Ja, wie der Name Variablentrennung schon sagt, wird im ersten Schritt des Lösungsverfahrens folgendes gemacht. Man trennt die Variablen und zwar bringt man alle Terme mit der unabhängigen Variablen, das ist in unserem Beispiel die Variable t, auf die eine Seite der Gleichung und alle Terme mit der abhängigen Variablen, das ist in unserem Beispiel die Variable xd, auf die andere Seite der Gleichung. Ja, gut, also das ist der erste Schritt, der auch dem Verfahren den Namen gibt. Und wir fangen mal hier an, wir bringen alle Terme mit der unabhängigen Variablen t auf die rechte Seite. Ja, das ist in unserem Beispiel nur ein Term. Ne? Nur in diesem Term hier, dt, da kommt die Variable t vor. Und diesen Term bringen wir auf die andere Seite, einfach indem wir beide Seiten der Gleichung mit dt multiplizieren. Dann erhalten wir dxd ist gleich minus kps mal ki mal xd mal dt. Gut, und im zweiten Schritt bringen wir alle Terme mit der abhängigen Variablen. Das ist in unserem Beispiel die Variable xd, ja, diese hier auf die linke Seite, also hier rüber. Ja, da muss ich also beide Seiten der Gleichung durch xd dividieren. So, mal gucken, ob es noch dahinter passt.
Okay, ich hoffe, man kann es lesen. So, also beide Seiten der Gleichung durch xd dividieren, dann erhalte ich 1 durch xd dxd ist gleich minus kps mal ki mal dt. Ja, überprüfen wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Sind jetzt alle Terme mit der unabhängigen Variablen t auf der rechten Seite? Ja, ne, t kommt nur hier vor, nur hier habe ich Terme mit t. Das sind ja hier Konstanten, die spielen keine Rolle. Und alle Terme mit der abhängigen Variablen xd, ne, das sind diese beiden Terme hier, der und der, dieses Differential hier, ne, die sind auf der linken Seite, habe ich auch richtig gemacht. So, und jetzt kommt der nächste Schritt des Lösungsverfahrens und der nächste Schritt heißt, integriere beide Seiten. Ja, dann habe ich hier also das Integral 1 durch xd dxd ist gleich dem Integral minus kps mal ki dt. Ja, diese beiden Integrale müssen wir jetzt lösen. Das ist allerdings sehr einfach. Wenn ich hier in der Formelsammlung nachgucke, wie das Integral von 1 durch x dx lautet, dann steht da in der Formelsammlung, das ist gleich ln Betrag von x. Ja, und diesen Eintrag in der Formelsammlung wenden wir jetzt hier auf dieses Integral an. Ihr seht schon, der einzigste Unterschied ist, in der Formelsammlung steht x. Hier steht xd, ist aber sonst das gleiche. Das heißt, mein Integral hat die Lösung ln, also den natürlichen Logarithmus, Betrag von xd plus eine Integrationskonstante, die nenne ich mal c1. Ja, das Integral auf der anderen Seite der Gleichung ist genauso einfach zu lösen. Und zwar darf man ja konstante Faktoren vor das Integral ziehen, dann erhalte ich minus kps mal ki mal das Integral von dt. So, was ist das Integral von dt? Das bereitet sicher Schwierigkeiten. Ja, da mache ich Folgendes. Ich schreibe einfach dt als einmal dt. Einmal dt. Und die 1 kann ich auch schreiben als t hoch 0. Denn t hoch 0 ergibt wieder 1. Ja, also schreibe ich dahin. Das ist das gleiche wie Integral t hoch 0 dt. So, und wenn ich das hier jetzt integriere, ganz normal nach der Potenzregel, das ist ja eine Potenz, dann erhalte ich t. Ja, genauer gesagt, t plus eine Integrationskonstante c. Also wische ich das hier weg, das Integral von dt ist gleich t plus eine Integrationskonstante, die nenne ich mal c2. Gut, die beiden Integrationskonstanten kann man zusammenfassen. Dazu bringe ich c1 auf die andere Seite. So, und die beiden fasse ich jetzt zusammen, denn wenn ich von einer Konstanten eine andere Konstante abziehe, erhalte ich wieder eine Konstante und die nenne ich mal c3. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir erheben beide Seiten der Gleichung in den Exponenten der E-Funktion. Dann erhalte ich hier e hoch ln Betrag von xd ist gleich e hoch minus kps mal ki mal t plus c3. So, hier heben sich jetzt E-Funktion und natürliche Logarithmusfunktionen auf und da bleibt über Betrag von xd. Und hier auf diese Potenz wenden wir ein Potenzgesetz an, und zwar folgendes. Das Potenzgesetz a hoch m plus n ist gleich a hoch m mal a hoch n. Ja, das kennt ihr auch noch aus dem Kurs Potenzrechnung. Und da erhalten wir e hoch minus kps mal ki mal t mal e hoch c3. So, jetzt haben wir hier eine Betragsgleichung und ihr wisst ja, wenn ich so eine Betragsgleichung habe wie
Betrag x gleich a, dann ist die Lösung x gleich plus minus a. Ja? Also ich kann das Betragszeichen wegfallen lassen und durch ein plus minus ersetzen. Dann mache ich das mal und erhalte die Lösung xd ist gleich plus minus e hoch minus kps mal ki mal t mal e hoch c3. So, das ist eigentlich schon die Lösung, die kann ich aber noch vereinfachen. Ich habe ja hier ein Plus-Minus-Zeichen und das Plus-Minus-Zeichen kann ich ja auch schreiben als mal Plus-Minus 1. Und dieses Plus-Minus 1 kann ich nach hier hinten ziehen, also mal Plus-Minus 1. So. Und jetzt überlege ich mir mal hier, was habe ich hier und welche Werte kann das annehmen, dieser Term hier. Ja, ich habe ja hier eine Konstante e hoch c3 und die kann ja, weil die e-Funktion nur im Positiven verläuft, nur positive Werte annehmen. Diese positive Konstante e hoch c3 wird aber mit plus minus 1 multipliziert und deshalb habe ich hier ein Produkt, was eine Konstante ist, aber sowohl positive als auch negative Werte annehmen kann. Ja, und diese Konstante, dieser Konstanten kann ich einen neuen Namen geben, die nenne ich jetzt einfach mal c. Ja? Also e hoch c3 mal plus minus 1 nenne ich jetzt einfach mal c. Ja? Also ich wiederhole nochmal, ich habe eine Konstante, die ist immer positiv, weil die e-Funktion immer positiv ist, ist dieser Ausdruck hier immer positiv, weil der aber mit plus minus 1 multipliziert wird, kann er sowohl positiv als auch negativ sein. Und diese Konstante, die sowohl positiv als auch negativ sein kann, die nenne ich mal c. Ja, dann kann ich diese Konstante hier wegwischen. Gut, und dann habe ich also tatsächlich hier meine Lösung gefunden. Das ist die allgemeine Lösung. Ich schreibe es mal besser hinter. Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung, aber da müssen wir ja auf der nächsten Tafel noch die spezielle Lösung draus machen. Gesucht ist ja die spezielle Lösung. In der allgemeinen Lösung einer Differentialgleichung erster Ordnung kommt ja eine allgemeine Konstante vor, das ist dieses c. Dieses c müssen wir auf der nächsten Tafel noch bestimmen, dann haben wir die spezielle Lösung, die wir suchen. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur nächsten Tafel. Ja, ich habe die allgemeine Lösung der Differentialgleichung nochmal an die Tafel geschrieben. Und wir wissen ja bereits, in der allgemeinen Lösung einer Differentialgleichung erster Ordnung kommt noch eine allgemeine Konstante vor, nämlich dieses c hier. Und diese allgemeine Konstante muss man noch berechnen, damit man die spezielle Lösung erhält. Ja, wie machen wir das? Wie bekommen wir diese Konstante c heraus? Wie kann man die berechnen? Da benutzen wir den sogenannten Anfangswert. Das ist der Wert, den xd zum Zeitpunkt 0 hat. Ja, das heißt, wir betrachten diese ganze Gleichung jetzt zum Zeitpunkt t gleich 0, also zum Zeitpunkt, wenn hier dieser Störsprung auftritt. Ich habe ja gesagt, diese Störung z, die tritt hier zum Zeitpunkt t gleich 0 auf und die hat dann einen konstanten Wert hier. Das ist ja ein Störsprung. Gut, also praktisch gesehen heißt das, wenn wir die Gleichung hier zum Zeitpunkt t gleich 0 betrachten, dass ich überall, wo t steht, die Zahl 0 einsetze. Dann erhalte ich xd zum Zeitpunkt 0 ist gleich c mal e hoch. Ja, und jetzt brauche ich gar nicht mehr weiterschreiben, denn wenn ich für t gleich die Zahl 0 einsetze, wird der Exponent zu 0. Gut, aus der Potenzrechnung wissen wir, wenn ich eine von 0 verschiedene Zahl a mit 0 potenziere, kommt 1 heraus, das heißt e hoch 0 ist gleich 1. Ich erhalte also xd zum Zeitpunkt 0 ist gleich c mal 1 und die 1 kann ich ja wie gesagt einfach weglassen, das wisst ihr ja.
Ich schreibe das allerdings mal andersrum, weil wir ja C suchen. Vertausche ich mal eben die beiden Seiten. So, und jetzt haben wir C fast gefunden. Wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie groß ist xd, also die Regeldifferenz, zum Zeitpunkt 0, wenn diese Störung hier auftritt. Hier, ne? Man schreibt manchmal auch zum Zeitpunkt 0 plus. Man macht da noch so ein kleines Plus hinter. Das soll also heißen, unmittelbar nach diesem Sprung hier. Ja, ist vielleicht etwas genauer, wenn ich das mal hier so dahin schreibe. Gut, also wir müssen uns den Anfangswert überlegen, wie groß ist xd zum Zeitpunkt 0 plus. Ja, wenn also dieser Störsprung hier auftritt, dann wird dieser Störsprung hier verstärkt mit KPS, den Übertragungsbeiwert der Strecke. Das heißt, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe. Das heißt also, ich habe an dieser Stelle hier Z mal KPS. Ja. Gut, ihr werdet sagen, was ist hier mit Y? Der Einfachheit halber, um die Berechnung zu vereinfachen, nehmen wir einfach mal an, dass vor überall gleich 0 war. Alle Werte waren gleich 0. Das heißt, ich habe die Führungsgröße 0 eingestellt. Ich hatte die Störung 0, hatte also noch keine Störung. Ich hatte hier kein Eingangssignal und kein Ausgangssignal. Ja? Also, dann habe ich hier nur das Signal Z, die Störung Z, und die wirkt verstärkt mit KPS. Und die wird jetzt hier negativ eingespeist. Ne? W ist ja gleich 0, habe ich gerade gesagt. Und die wird jetzt hier negativ eingespeist. Und dann erhalte ich hier xd zum Zeitpunkt 0. So, jetzt wird man wahrscheinlich sagen, aber dieses Signal wird doch noch einmal hier verstärkt und hier und kommt dann nochmal hin. Ne? Muss ich das nicht auch berücksichtigen? Ich habe ja jetzt einfach so gerechnet, als wäre hier das aufgetrennt. Ja, da brauche ich jetzt, dieses Signal brauche ich jetzt hier nicht weiter verfolgen, denn ich habe ja hier ein Integrierglied und ein Integrierglied, das arbeitet ja so. Wenn ich da ein Eingangssignal anlege, dann macht das erstmal nichts und fängt erstmal ganz langsam an zu integrieren. Also das soll eine gerade Linie sein. So, das heißt aber unmittelbar zum Zeitpunkt t gleich 0 oder 0 plus, da hat dieses Integrierwert, dieser Integrierblock hier, das Ausgangssignal 0. Ja, und deshalb kann ich mir das so vorstellen, dass hier erstmal nichts passiert. Das Signal, was ich hier habe, also minus z mal KPS, wird erstmal nicht weiter verstärkt, sondern er fängt ja erstmal hier an zu integrieren. Ich habe also noch kein Ausgangssignal. Ja, anders wäre das, wenn ich hier ein verzögerungsarmes Glied hätte, das also so eine Sprungantwort hat. Ja, dann müsste ich das berücksichtigen. Aber ich habe ja ein Integrierglied. Das Signal brauche ich also jetzt nicht weiter verfolgen. Das heißt, weiß also jetzt, wie groß xd zum Zeitpunkt 0 ist, nämlich minus z mal KPS. Und wenn ich das jetzt hier eintrage, dann erhalte ich also, wenn ich dieses hier eintrage, minus z mal KPS. Ja, und das brauche ich jetzt nur noch hier in die allgemeine Lösung einsetzen. Dieses C hier da rein. Ich kann es ja auch mal hier so hinschreiben. Das kommt jetzt in die allgemeine Lösung eingesetzt. Und dann erhalte ich die spezielle Lösung. Also das, was ich suche. Die Regeldifferenz xd verläuft nach einer Störung. Ja, das muss ich jetzt hier einsetzen. Verläuft nach einer Störung nach der Funktion minus z mal KPS mal e hoch minus KPS mal KI mal t. Das ist also die spezielle Lösung der Differentialgleichung. So, ich rahme das nochmal ein und wir überlegen uns jetzt, ob dieses Ergebnis plausibel ist.
Ja, unmittelbar nachdem die Störung hier aufgetreten ist, also zum Zeitpunkt t gleich 0, wird diese e-Funktion hier zu 1, denn der Exponent ist dann gleich 0. Na, können wir uns also wegdenken. Und wir haben hier nur minus z mal kps. Gut, ist das plausibel? Ja, da stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten eine Raumtemperaturregelung und jetzt scheint hier die Sonne in den Raum rein. Dann wird ja hier die Regelgröße, also die Temperatur im Raum, größer. Ja, und die Regelgröße wird dann also größer als die Führungsgröße und wir haben eine negative Regeldifferenz. Ja, das ist logisch. Ne? Also dieses Minuszeichen hier ist logisch. Gut, und was wird dann passieren? Ja, die Antwort gibt uns jetzt die Lösung, die spezielle Lösung. Wenn jetzt die Zeit voranschreitet, also wenn jetzt die Zeit beginnt zu laufen, dann wird der Exponent immer größer, also vom Betrag her. Aber da er ein negatives Vorzeichen hat, wird diese e-Funktion immer kleiner. Ja, die verläuft, also eine e-Funktion mit negativen Exponenten, die verläuft ja, ja, wo schreibe ich es jetzt mal hin? Machen wir es mal hier. Die sieht ja so aus. Ja, die nähert sich immer mehr den Wert 0. Das heißt, meine Regeldifferenz xd, die geht wirklich gegen 0. Ja, das wollten wir ja beweisen, weil eben diese e-Funktion hier gegen 0 geht und weil ja dieser Term hier mit der e-Funktion multipliziert wird. Ja, also nochmal zusammengefasst, die e-Funktion verläuft so gegen 0 und deshalb wird hier die gesamte Regeldifferenz, also dieses Produkt hier, zu 0. Das wollten wir ja beweisen.